Da finde ich toll, wie Sie Ihre Meinung in diesem Punkt geändert haben. Ich kann mich noch erinnern, dass es hier ganz anders klang. Ich möchte Herrn Lehrieder zitieren. Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn funktioniert nicht. Max Straubinger hat gesagt, die Auswirkungen gesetzlicher Mindestlöhne bestehen nicht nur in erhöhter Arbeitslosigkeit und so weiter. Ich kann sagen, dass Sie sich jetzt tatsächlich dazu durchringen konnten, kurz vor Pfingsten, da kommt ja der Heilige Geist, Ihre Meinung zu ändern. Klasse. Der zweite Punkt, der mich freut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Ernst, da Sie vorhin mit Blick auf das bevorstehende Pfingstfest den Heiligen Geist für diese Auseinandersetzung bemüht haben, erlaube ich mir den Hinweis, dass die Frage, ob der Heilige Geist im Himmel Mindestlöhne eingeführt hat, bis heute unter den Theologen nicht restlos geklärt ist. Ich habe das doch richtig verstanden, Frau Bundeskanzlerin. Der Präsident Obama hat Ihnen doch gesagt, dass weder Sie noch Herr Gauck abgehört werden. Das sind die Ausnahmen. Zu anderen hat er Ihnen das ja nicht zugesichert. Das heißt, Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, Sie werden nach wie vor abgehört. Das heißt, dass der Bundesrat. Im Unterschied zu Ihnen trage ich das mit Fassung, Herr Kollege Giese. Das heißt, dass der Bundesratspräsident abgehört. Ich bin ja noch nicht fertig. Herr Lammert. Ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne, dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Aber das kann ich ja nicht liefern. Mein Beruf war doch Drachentöter. Ich kann Ihnen auch, Herr Birmer, mit einem Hinweis auf unsere Geschäftsordnung helfen. Boah. Sobald Sie für den Deutschen Bundestag kandidieren und gewählt werden, dürfen Sie hier auch reden. Heute sind Sie zum Singen eingeladen. Ja, aber natürlich habe ich mir in der DDR das Reden nicht abgewöhnt und das werde ich hier schon gar nicht tun. Jetzt muss ich mal erklären der Bevölkerung, wie das aussieht. Also, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ab. Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie die nötige Zeit. Ich weiß gar nicht, Herr Bundestagspräsident, ob Ihnen eine solche Bewertung zusteht. Aber ich nehme Sie mal einfach hin. Ich fand das übrigens auch bis dahin schon ziemlich interessant. Es stimmt ja, dass wir alle hier im Saal nach dem Aufdecken... Frau Bundeskanzlerin, das muss sich auch anderswo erledigen lassen. Interessiert das Thema offenbar wenig. Lieber Kollege Gysi, Ihre letzte Rede als Fraktionsvorsitzender der Linken hatte ja streckenweise fast den Charakter einer Regierungserklärung. Dazu fehlt es jetzt nur noch an den erforderlichen Mehrheiten. Ein wesentlicher Unterschied des vereinten Deutschlands, an das wir an diesem Wochenende in besonderer Weise erinnern, im Vergleich zu dem Staat, der vor 25 Jahren dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist, besteht darin, dass in diesem Parlament nicht nur überhaupt auch Minderheiten zu Wort kommen, sondern regelmäßig mit längeren Redezeiten, als ihnen statistisch überhaupt zusteht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, man hatte mir gesagt, ich solle lieber die Regierungsbank verlassen, sonst wurde mir auch noch eine Frage gestellt. Und deshalb. Also, Frau Bundeskanzlerin, ich halte es für eine abwegige Empfehlung, dass, wenn Sie schon mal versehentlich bei einer Regierungsbefragung da sind, irgendjemand Sie auffordern könnte, die Regierungsbank zu verlassen. Das war auch keiner aus dem Parlament, sondern jemand von der Regierungsbank. So, also, ich war jedenfalls lieber verschwunden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren.
Kollegin, das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, nachdem die Kollegin Jelbke vorhin so schön überzogen hat, können wir die 30 Sekunden hier, glaube ich, verkraften. Also, Frau Kollegin, das habe ich zu entscheiden, ob überhaupt und wie lange gegebenenfalls eine vorgesehene Redezeit überschritten wird. Wir als Linke meinen, der Haushaltsentwurf 2017 fällt bei drei wichtigen Tests durch. Erstens, eine Massenflucht, das glaube ich nicht, aber danke für den Hinweis und vor allen Dingen haben Sie auch ein bisschen auf Disziplin hingewiesen. Dankeschön, Kollege Kahrs. Einen Augenblick mal, Frau Kollegin, Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder. Das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Der 12. Februar ist in der deutschen Geschichte immer wieder ein Tag der Inthronisation gewesen, an dem bereits früher Staatsoberhäupter in Amt und Würden gekommen sind. 881, heute vor 1135 Jahren. Kein Mensch kann sich mehr daran erinnern. Nein, nicht in Aachen, wurde in Rom Karl der Dicke zum Kaiser gekrönt, der über große Teile eines Territoriums herrschte, aus dem sich sehr viel später Deutschland entwickeln sollte. 861 Jahre später, am 12. Februar 1742, wurde dem Wittelsbacher Karl Albrecht von Bayern in einer prunkvollen Zeremonie, wieder nicht in Aachen, in Frankfurt die römisch-deutsche Kaiserwürde verliehen. Als Karl der Siebte unterbrach er nicht nur die Serie habsburgischer Kaiser, sondern er war auch der letzte Bayer an der Spitze. Bis Roman Herzog kam. Und dann war die Welt wieder in Ordnung. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Aha, ich sehe, wenn die Opposition spricht, muss Frau Kanzlerin gehen. Sie könnten ruhig der Opposition hier zuhören, Frau Kanzlerin. Werte Kolleginnen und Kollegen, wenn die Koalition schon so viel Redezeit hat und die Opposition so wenig, dann ist es ja wohl nicht zu viel verlangt. Frau Kollegin Daddelen, die Bundeskanzlerin ist in Kenntnis aller Fraktionen ab 11 Uhr zur Abreise zu genau dem Europäischen Rat. Ja, ich habe es ja mitgekriegt, aber Frau Daddelen offenkundig nicht. Und sie hat ihrer ganzen Rede hier im Plenum? Soll ich vortragen, wen ich in ähnlicher Tätigkeit von hier oben beobachtet habe? Ich wollte überhaupt darauf hinweisen, dass dann, wenn ich die Präsenz im Plenum mit dem auf der Regierungsbank vergleiche, nicht finden kann, dass wir Anlass zur Beschwerde haben. Tja, das ist die ganze Wahrheit. Wir haben allein im Jahr 2014 13 kleine Anfragen gehabt. Wir haben allein im Jahr 2017 5 kleine Anfragen, wo Sie das Fragerecht des Deutschen Bundestages missachten und noch nicht mal darüber informieren oder Fristverlängerungen beantragen. Ich kenne wirklich eine solche Missachtung des Parlaments von niemandem. Und ich bitte Sie jetzt, uns zu erklären, weshalb Sie das als Ministerium so handhaben und als Minister so rechtfertigen. Liebe Kollegin, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Wir haben ja in der Tat eine intensive Debatte außerhalb dieses Parlaments. Das sind die Fragen, die kleinen Anfragen, die Sie ständig an unser Haus stellen. Ich freue mich über jede einzelne, die von Ihnen bekommt, und freue mich auch, dass die Antworten unseres Hauses zur Wissensmehrung bei Ihnen beitragen, in der Regel zur Korrektur dessen, was Sie falsch oder ideologisch immer in Ihren Fragen schon implementiert haben. Wir werden das genauso weitermachen. Sie kriegen die richtigen Antworten auf Ihre oft falschen Fragen. Also eine ergänzende
Eine ergänzende Bemerkung muss ich dazu schon machen, Herr Minister. Erstens, die Freude über die Vielzahl der Anfragen ist Ihrem Ministerium in der Art und Dauer der Beantwortung nicht immer anzumerken. Und Ihre Ankündigung, die bisherige Praxis genau so fortzusetzen, würde ein Problem nicht nur mit der betroffenen Fraktion auslösen. Darauf muss ich auch aufmerksam machen. Herr Präsident, deswegen habe ich hier die Freude noch mal ausdrücklich betont, damit sie auch für jeden glaubhaft dargestellt wird. Wir werden weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen der Grünen beantworten. So, und was machen wir jetzt mit der verbleibenden Zeit? Die Tagesordnung ist erschöpft. Und der eine oder andere vielleicht auch. Würden wir jetzt mit der Tagesordnung morgen früh beginnen, wären wir sehr viel früher mittags durch. Ne? Also, ich sehe aber schon, keiner greift diesen Vorschlag ernsthaft auf. Ich berufe die nächste Sitzung des Bundestages also für morgen, für gleich. Für später. Beginn 9 Uhr auf, die Sitzung ist geschlossen. Machen Sie noch was aus dem Rest der Nacht. So. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, es fängt nicht gut an. Also zunächst begrüße ich Sie mal alle herzlich. Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die heute Morgen um kurz nach zwei noch hier waren und jetzt schon wieder hier sind. Beinahe hätten wir ja gestern Nacht vor lauter Begeisterung beschlossen, die Tagesordnung für Freitag gleich mitzuerledigen, was vielleicht in der überschaubaren Besetzung noch fixer gegangen wäre. Aber wir geben uns auch heute Mühe, das so zügig wie eben möglich abzuwickeln. Und wenn ich mit oder ohne ausdrücklichen Verweis auf das Vermummungsverbot jetzt mal darum bitten darf, hier diese sicher gut gemeinte, aber nach unseren Regularien nicht zulässige Demonstration einzustellen, dann könnten wir auch in die Tagesordnung eintreten. So. Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Über diesen Gesetzentwurf werden wir später namentlich abstimmen. Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Nach der jetzt folgenden Debatte stimmen wir über ein Anliegen ab, das erkennbar viel mehr Menschen intensiv beschäftigt und umtreibt, als davon unmittelbar betroffen sind. Das gilt in die eine wie in die andere Richtung. Auch diesmal gibt es bei ruhiger, nüchterner Betrachtung jeweils beachtliche Gründe für wie gegen die geltende Rechtslage. Es wäre schön, wenn in der folgenden Aussprache der wechselseitige Respekt deutlich würde, den beide Positionen zweifellos verdienen. Der Auszählung der Abstimmung zum vorigen Tagesordnungspunkt, ein Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts mitteilen. Abgegebene Stimmen 623. Mit Ja haben gestimmt 393, mit Nein haben gestimmt 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Nein. Also, liebe Leute, mal unabhängig davon, dass es nach unserem Reglement unzulässig ist, ich finde es auch eine völlig unangemessene Reaktion auf eine Debatte und auf ein Anliegen, bei dem ich es besonders bedauerlich fände, wenn diejenigen, die sich mit ihrem Anliegen heute durchgesetzt haben, dadurch in den Verdacht der Albernheit gerieten. Das ist die nicht immer einfache, aber nach meinem Verständnis vornehmste Aufgabe des Parlamentspräsidenten. Umso dankbarer bin ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser wie der beiden vorhergehenden Legislaturperioden
dass Sie mich gleich dreimal für insgesamt 12 Jahre in dieses Amt gewählt haben. Ich habe es gerne nach besten Kräften und gelegentlich auch mit einem gewissen Vergnügen ausgeübt. Und ich empfinde es als Privileg meiner Biografie, neben dem Glück in einem freien Lande zu leben, meinem Land in dieser prominenten Aufgabe dienen zu können.